Nachtschattenfresser. Hypocollinae. Unterfamilie der Seidenschwänze Südwestasiens mit einer einzigen Art. Gefieder grau, schwarz und weiß. Beine rot, Schnabel breit. Die Ermordung des Stan McGrew von Robert William Service. Sie schwenkten die Becher in fröhlichem Lärm im Malamute Saloon. Ein Junge stand an der Musicbox und ließ die Scheiben nicht ruhen. Und am Ende der Bar saß beim Pokerspiel der gefährliche Dan McGrew. Neben der Frau seines Herzens, mit der sein Glück stand und fiel, der schönen Lady mit Namen Lou. Da kam aus der Nacht, aus klirrendem Frost, hinein in die gleißende Gier, ein Bergmann gestolpert, vom Fluss geradewegs, ganz dreckig und trunken vom Bier. Und er dreht sich zurück, und es glühte sein Blick, als ob ein Feuer in ihm war. Und sein Hemd hing lose über der dreckigen Hose und er starrte schwankend zur Bar. Er grinste bös vor sich hin, reckte das Kinn und sprach, und im Saale ward's stumm. Hört zu, sagte er, ihr kennt mich nicht. Und schert euch nicht darum. Aber ich will es euch sagen, damit ihr es von heute an wisst. Ich wette meinen Kopf, es trifft zu. Einer von euch ist ein Höllenhund. Und dieser eine heißt Dan McGrew. Zog ich den Kopf ein und das Licht ging aus und zwei Schüssel durchpeitschten die Bar. Eine Frau schrie laut auf und das Licht ging an und zwei Männer lagen steif da und starr. Mit durchlöcherter Stirn und bleischwerem Hirn der gefährliche Dan McGrew. Doch der Mann, von dem keiner was wusste, gekrallt an die Brust der schönen Lady mit Namen Lou. Ich bin viel zu schlau, dass ich laut zu sagen mich trau, aber ganz insgeheim gebe ich's zu. Die Frau, die ihn küsste und ihm sein Gold dabei stahl, war die Lady. Die Lady mit Namen Lou.